Hallo, moin. Ich will dir nichts Böses. Norris, nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte! Misch dich nicht ein! Du weißt, wie sie uns behandeln. Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ja. Ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Sagen, er ist tot oder so. Ein Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Warum? Nach all diesen Jahren. Du warst wie ein Bruder für mich. Entschuldige. Es war ein harter Tag. Ich werde hier auf Marthas Leute warten. So, dann teleportieren wir uns dahin. Was mir zu doof ist, da wieder zurückzugehen. Ich habe deinen Namen vergessen. Brennan? Als ob ich sowas einem Träger überlassen würde. Ich gehe selbst. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was ist das denn für einer? Was Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Was für ein Arsch. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber... Bitte, nimm das. Immer her damit. Was ist das? Da. Irgendwie macht es mir nicht so viel Spaß wie früher. Die Victory von Pferd zu singen. Ein Meteorstein und ätherhaltige Asche. Meteorsteine sind wichtig. Und weg ist der Questgeber. Dann wollen wir mal über die Brücke, über den Wolken. Über die Brücke. Okay. Bernhard. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Ich dachte, da
Da wird es besser sein. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Hallo! Ja, wie gesagt, ich habe heute irgendwie nicht so die beste Laune. Es wird auch wahrscheinlich der Grund sein, warum ich nicht so viel rede. Auch wenn ich eben gesagt habe, dass das wegen Konzentrieren ist und so. Aber ich habe auch nicht so die Lust weiter zu labern irgendwie. Weil heute war kein guter Tag. Die letzten Tage allgemein. Ist echt schade, dass ich krieg ganz Zeit Nachrichten, ich muss mal kurz pausieren. So, ist scheiße. Ich werde es rausschneiden, aber ich habe mich aus Versehen, nicht pausiert. Also ich pausieren wollte, weil ich habe Nachrichten bekommen. Da hinten sind irgendwie Gegner. Ja, ich habe Nachrichten bekommen, ein paar, um genau zu sein. Und ich dachte, das wäre irgendwie was Wichtiges, war aber ja, ich würde schon fast sagen Quatsch. War wirklich nichts Wichtiges. Ich kann sogar sagen, was es war. Hier gab es mal eine Pizzeria, die hat zugemacht und jetzt wird die wieder eröffnet unter neuen Namen und mit dem der Eigentümer dieser neuen Pizzeria ist der Sohn des alten Besitzers. Dann hat also der erste Besitzer hat ziemlich gute Pizza gemacht, fand ich. Und dann hat er irgendwann aufgehört und dann wurde die Pizzeria übernommen und dann hat es zugemacht und jetzt übernimmt der Sohn das Ganze wieder. Also nur die Räumlichkeiten, die Pizzeria heißt anders. Von mir aus. Ist mir auch ziemlich egal, das Ganze. Nur, haben wir gehofft, dass da irgendwie was Besseres reinkommt als nur eine Pizzeria. Weil, keine Ahnung, Pizzerien sind. Die gibt mich schon am Her, ey. Und das ist einfach nicht mehr besonders, eine Pizzeria. Vor allem hier in der Nähe irgendwie alles so, wenn man bei Lieferando mal reinguckt, alles Pizzerien. Nichts Besonderes. Apropos nichts Besonderes, ist hier keine Truhe oder so? Wo bin ich denn gerade? In die Richtung muss ich und da ist auch eine Quest, die wir annehmen können. Ich hoffe, meine Laune bessert sich ein bisschen. Weil echt, heute war der Kacktag vorm Herrn. Also was heißt der Kacktag? Es war echt kein wirklich schöner Tag. Yes. Aber wie gesagt, die ganzen Tage in letzter Zeit waren irgendwie nicht so geil bei mir. Und es ist halt ein bisschen schade, dass ich gerade Final Fantasy VI spiele und irgendwie alles und das ziemlich geil ist und toll und schön. Und ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut. Aber alles drumherum richtig, gerade richtig kacke bei mir ist. Ja.
das Item her. Hoffentlich kriegen wir jetzt was Gutes in der Truhe. Na, idealtige Asche ist jetzt nicht so das Tollste von der Welt. Machen wir es kurz. Bleib liegen! Wieso sagt der Lightning? Ist das irgendwie einfach falsch übersetzt oder so? Hat das später eine Bewandtnis, wo mir das sagt, oder? Wer bist du denn, mein Freund? Frederick Jäger. Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Den hast du. Ja, ganz toll, ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zum Arta. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns, töte das Rudel. Werde ich machen. 4000 Gil gerne. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. So, mal dahin. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Hungrig wie die Wölfe. Ah, die sehen aber echt ein bisschen groß aus. Hungriger Wolf. Moin. Ach, Torge, du kannst mal beißen. Jetzt finde ich diesen Bryce und gebe ihm Bescheid. Ach, da ist ein Item. Das lässt sich ganz bestimmt nicht liegen. Ich komme wahrscheinlich von der anderen Seite da. Warte. Ja, ich komme von der anderen Seite da ran. Da ist auch ein Item, habe ich glaube ich gesehen. Ein Gigas oder. Na, ein Minotaurus. Habe ich so aus der Entfernung nicht gesehen. Warte, sofort. Ja, die. Scheiß auf den Minotaurus, die Kackbiene da hinten ist wichtiger. Oh, Kack, die waren da. Ja.
Scheiße. Torgal. Mach ich die Killerbiene mal schnell weg. Weil das Spiel also mit dem Kill. Ja, haben wir hier, die Items habe ich ja eingesammelt. Haben wir hier noch eine Truhe oder so? Vielleicht bei dem Krebs hier? Hier scheint aber auch erstmal keine Truhe zu sein. Werden die auf... Nein, die werden nicht auf... Der Ding ist angezeigt. Auf der Map. Es wäre so schön, wenn Truhen auf der Map angezeigt wären. Ist bei anderen Spielen so, aber hier leider nicht. Gehen wir hier kurz gucken. Ich heile mich mal kurz. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich noch brauche für ein Level-Up. Deswegen heile ich mich mal lieber. Ah. Eine Goblin-Münze, okay. Crafting-Material. Glaube ich, oder zum Verkaufen, eins von beiden. Hört sich stark nach was zu verkaufen an. Dass Goblin Münzen machen können, oder ist das aber eine Münze, wo ein Goblin drauf ist? Man weiß es nicht. Der gebrochene Griff. Ob sie wohl immer noch dran fressen? Muss es Bryce sein, ne? Bryce? Was geht dich das an, Träger? Du kannst mich auch mal. Wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat? Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Was für ein Arsch. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Dass sie nie sagen, dass... Dingens Jill unsere Herrin ist, das liegt daran, dass man die wahrscheinlich machen kann, die Quests ohne Jill. Deswegen wird auch nur Clive gezeigt. Und nicht mal Torgal. Weil wir können wahrscheinlich hier mal vorbeikommen, wo wir weder Jill noch Torgal haben. Das ist Eastpool. Erhöht. Gut. Ich hüpfe ganz schön wenig in dem Spiel, ne? Ich mache euch mal kaputt, weil einfach ihr Erfahrungspunkte gibt. So viele Erfahrungspunkte geben die aber auch nicht. Ich könnte mal wieder ein... ich war gestern so ein Dauernd, deswegen lache ich so wie so ein Depp. Weil das ist eigentlich traurig. Aber ich lache. Ich habe das Geld, deswegen können wir Phoenixflug verbessern. Meistern wir das mal gemeistert. Maximale Distanz wird erhöht. Und wenn wir das hier verbessern, Trefferzahl wird erhöht. Lässt sich jeder erstmal zu, aber Meister brauchen wir glaube ich nicht, weil vielleicht später irgendwann wird es wichtig, aber man kann ja nur 3 Esper tragen, aber hier ist jede Menge Platz für Esper. Werden wir auch Shiva und Ramu irgendwann besitzen? Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier.
Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Werden wir auch Shiva und Ramu irgendwann haben? Übrigens, die Vogelscheuche, ich habe schon mal gesehen, ein Bild davon, bei, ich glaube, auf Twitter oder so. Das ist ein Schwarzmagier. Also so ein typischer Schwarzmagier ist das. Schöne kleine Anspielung. Finde ich ganz nett. Hier sind auch keine Leute oder so, ne? Ich glaube nicht, dass ich da rein kann, aber versuchen. Ah, wie, ich kann nicht mal da hoch. Blutige Haut. Aber hier soll irgendwo es noch irgendwo lang gehen. Und weil hier einfach nichts ist, laut Map, wird da wahrscheinlich ein schönes Item auf uns warten. Ich finde es schön, dass wir die Items auch alle automatisch aufgesammelt kriegen, obwohl wir sie nicht selber aufsammeln. Das sieht auch sehr nach, ja, ein Wolvre. Oh Scheiße, die werden Fuck. Machen kaputt. Gut, dran gerade. Wo ist eigentlich Eastpol? Dämmerwald. Wo ist die Karte? Okay. Was auch immer der Dämmerwald ist. Viele sagen, das Spiel ist denen nicht Open World genug. Erstens, es ist kein Open World Spiel. Zweitens, so schlauchartig finde ich das Spiel gar nicht. Es ist, wenn man es strikt nehmen will, Also ganz eng gesehen, dann ist das wirklich nur ein Schlauch, den man hier zu Mattes Rast geht und dann ein anderer Schlauch, den man hier zu dem hier geht. Mit einer Abzweige zu einer Quest hier. Da es immer diese Abzweigung gibt, wo man lang kann, ist das halt nicht so mega linear, wie es für manche ist. Na klar ist das nicht so offen wie andere, wie Open-World-Spiele halt. Aber das hier ist kein Open-World-Spiel. Und Final Fantasy war auch immer ziemlich linear, bis irgendwann gesagt worden ist, die müssen Open-World sein. Die wirkten für viele, ich rede aber noch zu Ende, für viele wirkten die halt Open-World wegen der World-Map, die es gab, aber wenn man das einfach mal vereinfacht, waren die auch einfach linear. Man ging halt ein Dungeon,
oder ein Weg oder so. Und dann waren wir auf der Open World und nicht auf der Open World, auf der World Map und auf der Weltkarte. Und dann ist man einfach zum nächsten Gebiet gelatscht. Es ist quasi genauso wie hier, nur dass man statt auf der Weltkarte rumzulaufen, man die Welt, also einfach mit dem Cursor dahin geht und den Ort auswählt. Und das gebe ich Credit, wo Credit sein muss. Also früher konnte man auf der Weltkarte so ein bisschen erforschen und an Orte gehen, die man, die optional waren oder für später waren oder so. Aber was hier nicht geht, aber drauf geschissen, ich bin es immer noch nicht mega schlauchmäßig, wie es andere finden. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Was zur Hölle? Kennen wir sie? Ich bin es, Hannah. Rodney Murdochs Frau. Was? Lady Hannah. Oh, ihr seid es wirklich. Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Oh Mann. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Wohlauf wahrscheinlich nicht. Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Murdochs Frau. Er ist ja leider gestorben, als Clive sich in Ifrit verwandelt hat. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter. Nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. Ich glaube, das geht nicht so einfach. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Die Mutter von Clive hat geheiratet. Ich wollte nicht... Bitte. Die Mutter hat den Kaiser geheiratet. Ich muss das gerade mal lesen. Annabella Lesage. Sie war vorher noch Annabella Rossfield. Einzige Herzogin Rosaria ist heute die Kaiserin des... Ach, Alter. Des Heiligen Kaiserreichs Sanbrek. Ich frage mich, wie sie aussieht mittlerweile. Sie betrachtet es als ihre Lebensaufgabe, die Blutlinie des Phönix zu bewahren und zu stärken und so. Da ging sie ihren Gatten, um eine Verbindung mit einer in ihren Augen mächtigeren und würdigen Partei einzugehen. Heute herrscht sie als Statthalterin der mittlerweile sanbrekischen Provinz über Rosaria und das mit einer Grausamkeit und Abscheu für das niedere Volk, die zu Großherzog Elwin Zeiten undenkbar gewesen wären. Alter.
Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach, ihr wisst es nicht. Ja, wir wissen es nicht, was Rodney tot ist. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass. Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Rückblende? Nein.